Morgen. Also ich fahre heute das erste Mal nach Bangkok, schaue mir ein paar geile Sehenswürdigkeiten an. Ich bin echt gespannt, wie es aussehen wird. Check den Markt aus, teile mit euch meine ersten Eindrücke. Seid gespannt. Das ist mein Uni auf jeden Fall gewesen. Ist krass. Bitte? So nichts. So, jetzt endlich in Bangkok angekommen. Das war auf jeden Fall das Victory Monument, mein erstes Denkmal. Ja, ist heftig auf jeden Fall. Jetzt wird erstmal der thailändische Zug ausprobiert. Seid gespannt, das ist die Station. Die Zugfahrt war auf jeden Fall krank gewesen, aber die Bahnstationen sind bei denen wirklich überfüllt. Hier sind haufenweise Menschen. Ja, wir gehen jetzt in den Park, checken ab, was da so geht. Markt ist auf jeden Fall krass, aber wo sind die Ladybug? Soll ich mir hier einen Döner holen? Was sagt ihr? Ich glaube, ich hole mir erstmal eine Kokosnuss. Ich wollte eigentlich eine Kokosnuss trinken, habe jetzt einfach eine halbe Kokosnuss bekommen mit Eis. Warte, einfach Eis, Nüsse und Reis und Eis und Nüsse. Remix. Probieren wir mal den thailändischen Kebab. Also der Kebab hat schon geschmeckt, sag mal so eine 7 von 10. Soße war halt im Endeffekt Ketchup gewesen, aber kann man machen, war aber viel zu klein mal wieder, wie immer. Einfach eine kranke Bar mit DJ gefunden, da geben wir uns erstmal einen Drink, wird krass. Größter Playboy hier am Markt, bester Mann. Freunde, ich habe mir eine neue Kappe zugelegt, was sagt ihr? Ist krass, oder? 2 Euro, ist auf jeden Fall krass. So, den Markt kurz abgecheckt, war auf jeden Fall eine heftige Erfahrung. Jetzt ab geht's zum Tempel. Wir sind hier jetzt im Tempel angekommen. Spaß ist die Bahnstation. Wir sehen uns gleich im Tempel. Schickes Ding. Ist krass auf jeden Fall, ist mega schön hier. Hier ist einfach eine Riesenstatue. Ich habe einen Mensch gefunden. Also Tempel war auf jeden Fall mega krass gewesen, ich wollte da jetzt nicht drin filmen, aber war krass. Jetzt bin ich hier an so einem Hafen und ich glaube, da ist auf jeden Fall der größte Turm-Tempel in Thailand.
Chili. 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 Zucker und Granatapfelsaft. Essen hat auf jeden Fall geistkrank geschmeckt, war super lecker, eine gute Portion. Hat auch wieder 4 Euro oder so gekostet, also komplett gar nichts. Und jetzt habe ich einen Grab bestellt, fahren wir nach Hause. Dann schauen wir, ob noch was so geht, wenn überhaupt noch was geht. Also Freunde, Bangkok war auf jeden Fall eine Erfahrung für sich gewesen. Ist eine echt wunderschöne Stadt, aber haufenweise Leute, es ist echt übertrieben viel los und die Temperatur, das Wetter ist auf jeden Fall warm und heiß. Ja, nichtsdestotrotz bin ich jetzt wieder bei mir im Apartment hier angekommen und ich gehe jetzt auf jeden Fall noch ins Gym ein bisschen trainieren. An der Uni, das Gym ist auf jeden Fall überfüllt, aber man kann trainieren. Genau da vorne. Da ist das Gym. Rechts daneben kriegst du Kaffee und nochmal rechts daneben gibt es eine Thai-Massage, aber leider ohne Happy End. Training ist auf jeden Fall voll anstrengend, aber zum Glück sind heute nicht so viele Leute da. Hier geht's noch weiter, aber das ist dann für die Underground Street Fights. So, Freunde. Gym war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung mal wieder. Schön Brust, Trizeps gepumpt und jetzt hole ich mir erstmal nochmal geil Chicken, Rice und Egg. Gönne ich mir schön die Proteine nach dem Training und danach geht eigentlich nichts mehr bei mir, dann ist der Tag auch zu Ende. Also ich habe mir jetzt was zu essen geholt und sitze hier gerade bei mir im Hof von meinem Kondo. So sieht das Ganze aus. Wie Weihnachten einfach im August. Und jetzt mache ich ein Live-Unboxing von meinem Essen. Pass auf, das Ganze hat 1 Euro genau gekostet. Irgend so eine komische Soße. Suppe in der Tüte. Und Chicken mit Reis. So, ich beende jetzt das Video auch an der Stelle. Ich gehe mir jetzt fett was zu essen, gehe danach schlafen und erhole mich auf jeden Fall ein wenig. War ein kranker Tag gewesen, hat Bock gemacht. Ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall auch gefallen.